Hören, Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung mit 6 Meldungen. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Als Touristenziel und eine der schönsten Städte Ungarns ist Sopron vielen Österreicherinnen bekannt. Die zahlreichen Tavernen, Restaurants und Bars sind dank der raschen Erreichbarkeit ideal für einen spontanen Kurztrip, der jede Menge kulinarische Höhepunkte bereithält. Musikliebhaber zieht es von 1. bis 4. Juli allerdings noch aus einem ganz anderen Grund in die Ortschaft an der österreichisch-ungarischen Grenze. Sie pilgern zum Volt-Festival, wo nicht nur 10 Bühnen und um die 150 nationalen und internationalen Top-Acts, sondern auch tausende Gleichgesinnte auf sie warten. In familiärer Atmosphäre feiert die gut gelaunte Party-Crowd ihre Liebe zur Musik. Wer Tickets gewinnen möchte, soll schnell zum Hörer greifen und uns einen der Headliner des diesjährigen Volt Festivals nennen. Jetzt steht es fest. Jurassic World hat die 1 Milliarde Dollar Marke schneller als je ein anderer Film zuvor geknackt. Nur 13 Tage brauchte das Dino-Abenteuer, um diesen Weltrekord aufzustellen. Außerdem sichert sich Jurassic World auch das beste zweite Wochenende in den USA, denn dem Film gelang es noch einmal, 106,6 Millionen Dollar mit nach Hause zu nehmen und damit Avengers vom Thron zu stoßen. Kein Wunder also, dass der Film auch den Rekord aufstellte in nur 11 Tagen und über die 500 Millionen Dollar Marke außerhalb der USA und über die 400 Millionen Marke in den USA in nur 10 Tagen zu hüpfen. Jurassic World stellt einfach einen Rekord nach dem anderen auf. Unfassbar! Verkehrsmeldung. Verkehrsmeldung aus Kärnten. Autofahrer aufgepasst! Starker Gegenverkehr auf der Südautobahn zwischen dem Erntaler Bergtunnel und der Ausfahrt Klagenfurt West wird der Verkehr in beiden Richtungen aufgrund von Instandhaltungsarbeiten über die Gegenfahrbahn geleitet. Es ist nur ein Fahrstreifen frei. Ich wiederhole, Verkehrsmeldung aus Kärnten, Autofahrer aufgepasst. Starker Gegenverkehr auf der Südautobahn zwischen dem Erntaler Bergtunnel und der Ausfahrt Klagenfurt West wird der Verkehr in beiden Richtungen aufgrund von Instandhaltungsarbeiten über die Gegenfahrbahn geleitet. Es ist nur ein Fahrstreifen frei. Sonst ist alles ruhig auf Österreichs Straßen. Wir wünschen gute Fahrt. Aktuelles Tageswetter. Überall regnerisch und kühl. Die Wetteraktivität einer Kaltfront verlagert sich von der alten Nordseite noch am Vormittag immer mehr in den Süden. Oft regnet es hier kräftig und den ganzen Tag bleibt es trüb. Auch sonst ziehen zunächst noch Regenschauer durch, die am Nachmittag aber schon seltener werden. Öfter beginnt es auch aufzulockern oder zumindest heller zu werden. Die Schneefallgrenze sinkt entlang der Alpen-Nordseite zum Teil knapp unter 2000 Meter Seehöhe. Der Wind dreht überall auf West bis Nordwest und weht mäßig bis lebhaft. Am Nachmittag lässt der Wind in der Osthälfte bereits wieder nach.
Frühtemperaturen 8 bis 17 Grad, Nachmittagstemperaturen 12 bis 20 Grad. WM-Viertelfinale der Frauen. Auch Kanada hat den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Die Mannschaft von Trainer John Herdman gewann in Vancouver knapp mit 1:0 gegen den lange gleichwertigen WM-Neuling Schweiz, dem es aber an Durchschlagskraft fehlte. Frankreich setzte sich in Montreal 3:0 gegen Südkorea durch. Mit Deutschland gegen Frankreich steht das erste Viertelfinale fest. Ende von Teil 1. Hören Teil 2. Sie hören nun ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Wie schon letzte Woche angekündigt, heute ist Fashion Revolution Day. Der Anlass, heute am 24. April jährt sich zum zweiten Mal der Einsturz des Fabriksgebäudes Rana Plaza in Bangladesch. 1138 Textilarbeiterinnen kamen ums Leben, mehr als 2500 wurden schwer verletzt. Und das war kein Einzelfall. Weltweit tragen Menschen daher heute ihre Kleidung von innen nach außen gewandt, damit die Etiketten sichtbar sind und somit sichtbar wird, wo die Kleidung, die wir tragen, eigentlich hergestellt wird und erahnbar wird, unter welchen Bedingungen das geschieht. Und vor allem, damit deutlich wird, dass etwas dagegen getan werden muss und kann. Wie im allgemeinen globalisierten Kapitalismus geht es um eine Umverteilungsfrage. Und das ist, wo die Clean Clothes Kampagne zum Beispiel eine ganz wichtige Aufgabe, also eine Aufgabe erfüllte Aufklärung. Nämlich, wenn man sich anschaut, es gibt Grafiken von der Clean Clothes Kampagne, zum Beispiel diese Karte, die ich dir gezeigt habe, mit dem T-Shirt ist quasi der Knopf von einem T-Shirt, von einem Hemd, das, was eine Näherin verdient, 20 Cent. Und der Rest ist zum Beispiel Marketing, Transport, Werbung, Sonstiges. Also wenn da eine Umverteilung intern in den Unternehmen stattfinden würde, dann würde es sich fix ausgehen, ohne die ganze Last auf die Konsumenten oder Konsumentinnen abzuwälzen. Weil das ist ganz wichtig, dass es nicht sein kann, dass Konsumentinnen im Endeffekt die Last tragen müssen. Es müssen die politischen Entscheidungsträgerinnen endlich agieren und zum Beispiel Importverbote für Kleidung, die jetzt nicht nachweisen kann, wie sie produziert worden sind und auch mit dass sie keine Chemikalien beinhalten. Das wäre machbar, aber da ist die Frage, warum ist die WTO mit ihren Abkommen wichtiger als die ILO, also die Internationale Arbeitsorganisation, weil es gibt eigentlich Kernarbeitsnormen. Es gibt Gesetze, die eingehalten werden sollten, wie keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit oder das Recht auf Kollektivverhandlungen. Aber das wird halt nicht durchgesetzt in diesen Ländern. Und die transnationalen Konzerne, die nutzen das auch aus. Und die Clean Clothes Kampagne fordert deswegen schon seit Jahren ein Living Wage, das ist ein existenzsichernder Lohn. Das heißt, wir können uns das ja gar nicht vorstellen in Österreich, wie das ist, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man Kinder in die Schule schicken kann, dass man Kinder oder dass Leute zum Arzt gehen können. Und das wird gefordert. Und da ist, wenn man sich anschaut, wären zum Beispiel 27 Cent pro Stück
Das kann sich eigentlich eine jede Person leisten und umverteilt auf die verschiedenen Verantwortlichen ist das im Endeffekt nichts. Wenn du jetzt vorher angesprochen hast, ja, aber faire Mode ist im Geschäft jetzt das so schon real teurer als beim H&M und Co., dann ist das natürlich auch, weil das in kleineren Serien produziert wird und das keine Massenproduktion ist. Also, aber auch da ist zum Sagen, dann kaufe ich als Konsumentin lieber ein Stück und habe das und habe eine Wertschätzung und verbinde damit was und weiß, es ist keine Kinderarbeit drin oder keine ausbeuterische Frauenarbeit, aber ich habe es länger und habe dafür nicht den Drang, dass ich jede Woche irgendein Fetzen mir zulege. Das war Nicole Kornherr vom Fashion Revolution Team. Außer dem verkehrt herumtragen von Kleidung gibt es noch weitere Aktionen. Es geht dann weiter am 24., wo es ein Filmscreening gibt von Traceable im Schikaneder-Kino. Und am 25. geht es dann weiter mit Fashion Walks, wo man sich die einzelnen Shops auch wirklich anschauen kann und besuchen kann. Am Abend gibt es eine tolle Party und am 25. und am 26. gibt es ein Fashion Carré, wo sich vereinzelt oder unterschiedliche Designerinnen und Anbieterinnen vorstellen. Noch ganz kurz hinzugefügt, am 24. findet nach dem tollen Filmscreening im Schikaneder Kino auch eine spannende Podiumsdiskussion statt, ab ca. 20 Uhr mit dem Thema Fashion Revolution, eine andere Modewelt ist möglich. Filmscreening Traceable, heute Freitag um 18.30 Uhr im Gartenbaukino. Danach gegen 20 Uhr informieren Vertreterinnen des Handels, Designerinnen und Aktivistinnen über sozialökonomische Folgen der Textilindustrie und zeigen alternative Wege der Wirtschaft und des Konsums auf. Alle Termine und noch viel mehr weitere Informationen zur Fashion Revolution gibt es auf fashionrevolution.org. Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Texte nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus für richtig und Minus für falsch auf dem Antwortbogen. Nummer 56. Liebe Badegäste, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir in Kürze schließen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen und die Liegewiese sauber zurücklassen. Das Restaurant hat noch weitere 2 Stunden bis 21 Uhr für Sie geöffnet. Wir haben morgen wieder ab 10 Uhr Badebetrieb und freuen uns, wenn Sie uns wieder beehren. Nummer 57. Durchsage Flughafen. Aufgrund des Streiks der Fluggesellschaft AirMeer möchten wir Sie darauf hinweisen, dass alle Flüge der AirMeer für heute und morgen gestrichen wurden. Da der Andrang am Informationsschalter zu groß ist, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir 2 weitere Schalter für Sie geöffnet haben. Unsere Mitarbeiterinnen werden Ihnen gerne bei Umbuchungen und weiteren Informationen zur Verfügung stehen. Nummer 58. Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass auf alle Gartenmöbel heute und morgen bis zu 70% Preisnachlass geboten werden. Unsere Gartenmöbelabteilung befindet sich im Erdgeschoss. Informationen zu unseren Angeboten finden Sie zusätzlich auf den Informationsblättern am Schalter. Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Mhm.
Nummer 59. Kunst, Produktdesign, Accessoires, Möbel, Mode, Kidsdesign, Bikes and Boards, Food und Delikatessen von nationalen und internationalen Nachwuchsdesignern, Independent Labels, Kleinproduzenten und Junggastronomen. Das alles und noch viel mehr gibt's auf rund 4000 Quadratmetern beim Schickmarkt, dem Bregenzer Festival für Kunst und Design im Herzen von Vorarlberg. Der Schickmarkt öffnet seine Pforten am Freitag ab 14 Uhr. Alle sind herzlichst eingeladen. Nummer 60. Achtung, Achtung, Bahnsteig 4A. Aufgrund eines technischen Gebrechens des Intercity Alpenwelt verzögert sich die Abfahrt nach Bregenz um derzeit 35 Minuten. Eine Ausweichmöglichkeit bietet Ihnen der Regionalzug 354 vom Bahnsteig 6. Der Regionalzug fährt in 10 Minuten ab. Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine gute Weiterreise. Ende des Subtests hören.